Ja, was jetzt zu tun ist, ist klar. Wir müssen uns am dritten Tag da oben einfinden. Heißt, ich hole mir jetzt nochmal die Mondträne, verscheuche diesen Händler und dann sehen wir uns in den finalen Minuten dort oben wieder. Ach übrigens, ich glaube, es kann nicht schaden, sich fürs Finale so ein Chateau Romani zu kaufen. Ich meine, unendlich Energie. Das sollte uns auf jeden Fall beim Kampf unterstützen, ne? Nein, warte. Ich will was kaufen. Oh. Einen trinken, ja. Was darf's sein? Chateau! 200 Rubine kostet das. Gut. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Podest. Und schon ist es soweit. Lasst uns nun tun, wozu wir verpflichtet sind. Für all diese Menschen, die hier leben und nicht sterben wollen und auch nicht sterben dürfen. Für jeden Einzelnen. Schwester! Tahil! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, Rush, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her! Halt's Maul! Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee! Jetzt reicht's! Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht! Nun, was auch immer! Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden, ne? Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Soweit kannten wir das Ganze schon. Jetzt muss ich ihn noch schnell überwältigen. Oder muss man das nicht zwingend tun? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Dann spielen wir doch einfach mal das Lied, welches die Riesen herbeiholt. Gesang des Himmels. YRLRYA. Sind sie. Helft uns. Denn wir haben euch auch geholfen.
Sie haben es geschafft. Mit vereinter Kraft haben sie es geschafft. Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Schwester. Teil. Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horrorkid. Hast du nun erkannt, was du im Begriff warst zu tun? Warte, Schwester. Sei nicht so hart mit dem Horrorkid. Tael, warum nimmst du ihn auch noch in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Und das Horrorkid, es war nur einsam. Es hat versucht, alles um sich herum zu zerstören. Das ist nicht gerade die Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Es konnte diesen Mächten keinen Widerstand leisten. Sie waren zu viel für das Horrorkid. Quatsch! Nicht nur, dass es weder über Willenskraft noch Mut verfügt, es ist auch noch ein völliger Narr. Da muss ich dir recht geben. Zu viele Schwächen hielten es davon ab, an meiner Macht teilzuhaben. Ja, stimmt. Gib deine Dummheit zu. Hä? Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden sollte. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Das kann nicht sein. Was geschieht nun mit dem Mond? Die Maske, sie lebt und sie steckt zu 100% hinter der ganzen Chose. Ich bin, um zu verzehren hier. Oh mein Gott. Nein, selbst die können dieser Macht nicht standhalten. Das ist gar nicht gut. Wir müssen von hier weg, schnell. Hymne der Zeit, Hymne der Zeit. Oh nein, du machst wohl Witze. Sag nicht, dass du da hinauf willst. Vergiss es. Du kannst alleine gehen. Ich bleib hier bei Tael. Ich werde gehen. Was? Was sagst du da, Tael? Bist du bescheuert? Ich will nicht immer davonlaufen. Wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Ich verstehe. Ich werde gehen. Tael, du bist richtig stur geworden. Genauso wie jemand anderes, den ich kenne. Wisst ihr... Ihr seid wirklich blöd. Kann sein. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das alles zu verhindern. Oh. Wo sind wir hier? Das sieht nicht nach dem Mond aus. Sondern eher nach dem Jenseits. Zumindest ist das... so ziemlich das Bild, was die meisten Menschen unter einem Jenseits verstehen. Und um es gleich zu sagen, natürlich wusste ich, dass man noch hierher kommt, alleine schon wegen den ganzen Theorien, die es gibt. Aber was es hier zu tun gibt und wofür man die letzten 4 Herzteile bekommt und wie der finale Kampf aussieht, das weiß ich nicht. Hier sind irgendwelche Lebewesen. Die tragen alle Majoras Maske. Und man kann die nochmal speichern. Oder? Tun sie das? Nein, die tragen die einzelnen... Maske der... Ja, die tragen die Masken der Endbosse. Demnach müsste das hier... der erste sein. Gesicht, zeig es mir. Okay. Ey, warte doch. Ach, schönes Wetter. Findest du nicht auch? Masken. Du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken. Gib mir welche. Was?
Okay. Der möchte Masken haben, aber ich kann ihm nicht meine Hauptmasken geben. Muss ich die jetzt irgendwie als Pfand abgeben oder was soll der Scheiß? Okay, also da ich nicht weiß, was das jetzt soll, gebe ich jetzt einfach mal eine Maske her, die unwichtig ist, wie die hier zum Beispiel. Akzeptiert er die? Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken! Lass uns anfangen! Also gut, ich verstecke mich! Wow, wo bin ich denn jetzt? Im ersten Dungeon? Oder zumindest... Ja... Soll das Ganze hier an den ersten Dungeon erinnern? Ich meine, die Musik spielt ja sogar. Okay. Da hinten ist so ein Mythenstein. Fragen wir den mal. Okay, das ist sehr interessant. Ja, das ist sehr interessant. Vielleicht kommen jetzt nochmal Prüfungen, die an die Dungeons angelehnt sind. Also, dass man nochmal jede einzelne Maske braucht, so wie auch beim vierten Dungeon, was mir im Übrigen sehr, sehr gut gefallen hat, dass man dann nochmal jede Maske verwenden musste. Und hier vielleicht auch nochmal so eine kleine Referenz an die einzelnen Dungeons. Das wäre ziemlich nice. Was sagt er denn? Gremia, die Besitzerin der Romani Ranch, scheint Romanis Maske gehabt zu haben. Okay, das weiß ich. Ach so, Moment, hier sind ja mehrere von denen. Ach, hier erfährt man, wo man die ganzen Masken bekommt. Ah, damit wäre auch das geklärt. An diesem Ort bekommt man die ganzen Tipps. Ja, super. Beim Finale des Spiels, weißt du? Da kannst du noch viel damit anfangen. Ich meine, kommt man überhaupt nochmal zurück? Kann man diesen Ort verlassen? Wenn, dann wahrscheinlich nur mit der Hymne der Zeit. Oh oh, das war schlecht. Idiot. Ja, nochmal. Wartet, fliegen wir erstmal darüber. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hier hin muss. Aber ich versuche mich einfach mal nach vorne zu arbeiten. So, jetzt sollte das Timing passen. Das war ganz schön fies. Was die hier von mir verlangen. Ich meine, schaut euch mal alleine diese Stelle hier an. Ach du Schande. Schnell verschwinde! Ach, da hinten! Da ist das Herzteil! Komm ich da ran? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Hä? Her damit! Sehr nice. Das war's schon? Ah ne, da hinten geht's weiter. Ja, das wäre auch ein bisschen kurz gewesen. Boah, aber von hier jetzt nochmal zurück? Wie soll ich das denn schaffen? Achso. Der schießt mich weiter hoch. Ja, gut. Okay. Oh, nein! Dabei habe ich mich schon versucht zu verstecken, aber es ging nicht. Das dauert zu lange. Vielleicht hätte man aber auch gleich zur Tür fliegen können, das weiß ich nicht. Weil diese Blume hat mich nämlich weiter nach oben geschossen als die anderen. Ja, ich kenne mich hier nicht aus. Keine Ahnung. Aber ich muss zur Tür auf jeden Fall. Vorher komme ich hier nicht weg. Irgendwo muss ich dieses kleine Kind versteckt haben. Aber mich wundert's, warum hat er so viel über den Maskenhändler gesprochen? Oh, ich bin wieder tot. Ah, nee, diesmal hat's geklappt. Oh, dann war das ziemlich bitter vorhin. Wahrscheinlich hat mir nur eine Zehntelsekunde gefehlt. Und dann hätte ich es unbeschadet überstanden. Tja, Schicksal, was? Boah. Boah. Auch das war sehr, sehr knapp. Oh, weh. Boah. Alter. Hier wird einem nichts geschenkt. Da bist du ja! Ist das dein Spielzimmer? Ja. Du magst die Maske nicht, hä? Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Wie bitte? Geht's noch? Boah, nee, sag nicht, dass man am Ende alle Masken hergeben muss.
Oder wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl. Deswegen sind ja auch überall die Tipps, wo man die Masken bekommt, weil man die nämlich zwingend braucht. Also eine bestimmte Anzahl davon. Ich weiß nicht, wie viele. Wir werden es noch rausfinden. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Ich frage mich, diese Leute, betrachten sie dich als Freund? Was sind denn das für Psychospielchen hier? Will der mir jetzt noch einreden, dass die mich alle ausnutzen und mich gar nicht als Freund sehen? Oh mein Gott. Dieser Ort ist garantiert nicht das Paradies. Es ist irgendein gruseliger Ort und wir werden im nächsten Part mehr darüber herausfinden. Schalt wieder ein.